Hallo zusammen und herzlich willkommen mal wieder zu einem Let's Play. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal wieder eins, weil ich habe jetzt ein paar Tage kein Let's Play mehr gemacht und nachdem Rareplay Getaway 2 gut angekommen ist, da habe ich sogar einen Daumen nach oben bekommen. Naja. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich mal wieder eins und heute machen wir mal ein Quiz. Ich habe im Internet mal geschaut, ob ich ein Quiz finde und jetzt habe ich ein Trainingslager sogar gefunden, wo man sein Wissen testen kann. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an. Also ich habe jetzt die Anzahl der Fragen, habe jetzt 20. Und jetzt schauen wir mal nach der Kategorie, also Essen und Trinken, die jetzt nicht nehmen. Was nehmen wir denn? Es gibt Essen und Trinken, Geografie, Geschichte, Gesellschaft, Kunst, Architektur, Literatur und Sprache, Musik, Politik, Sport und Spiel, Technik, Unterhaltung und Medien, Wirtschaft und Verkehr oder Wissenschaft und Forschung. Also wo ich mich speziell gut auskenne, das ist Musik. Dann wäre Geschichte noch ein bisschen was für mich. Unterhaltung und Medien, ja, da könnte ich mich auskennen. Bei Essen und Trinken, ja, ich tue gern Essen und Trinken. Da können wir vielleicht ein anderes Mal nur drauf zurückkommen. Weil wenn euch das Video gefällt, dann kann ich das Quiz ja noch einmal spielen. Aber jetzt nehmen wir mal Musik, weil da kenne ich mich mit Sicherheit gut aus. Also 20 Fragen. Fangen wir mal an. Die Songs welcher Band werden in Mamma Mia gesungen? A. The Sweets, B. Mamas und Papas, C. ABBA oder D. Boney M. Also Mamma Mia ist von ABBA. Das müsste aber auch jeder wissen. Wie heißt ein bekanntes Lied von Helge Schneider, das in die Charts kam? A. Katzenklo, B. Schülerklo, C. Kinderklo oder D. Hundeklo. Das ist Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Sag ja, ich kenne mich gut aus. Mit welchem Song schaffte Herbert Grönemeyer 2002 den Sprung auf Platz 1 in den deutschen Charts? A. Vision, B. Mensch, C. Himmel, D. Stein. Also das weiß ich, weil das Lied, das hat mir sehr gut gefallen damals. Ich hab's leider nicht auf CD. Ich hab's Geld damals nicht gehabt. Und ich weiß, dass es Mensch geheißen hat, weil das haben's dauernd im Radio gespielt. Also Mensch. Jo. Wie heißt eine berühmte Kölner Band? Bab. Ich dachte, das schreibt man B-A-B. Naja, egal. Eine Frage falsch. Ozzy Osbourne war Mitglied der Bands Black Sabbath, Fairward, Iron Maiden. Also bei manchen Sachen, bei Musik habe ich auch keine Ahnung, muss ich zugeben, weil ich noch nie was von den Typen gehört habe. Ozzy Osbourne, A. Black Sabbath, B. Firewater, C. Iron Maiden oder C. Rainbow. Ja, also ich stehe jetzt mal Black Sabbath nehmen. Oh, war so richtig. Welches Instrument spielt Anne-Sophie Mutter? Klarinette, Oboe, Violine oder Klavier? Nehmen wir Klavier. Also meistens spielen die Frauen ja Klavier. Falsch! Was ist ein Sonett? Dreirad, Instrument, Trockenobst, Klanggedicht. Ein Instrument. Falsch. Wie nennt man das Textbuch für eine Oper, eine Operette oder ein Ballett? A. Manual, B. Libretto, C. Partitur oder D. Libretto. Das weiß ich, weil ich das schon mal irgendwo gehört habe.
Die deutsche Band Tokyo Hotel stammt aus welcher Stadt? Magdeburg, Dresden, Rostock oder Lemgo? Also mit Tokyo Hotel kenne ich mich überhaupt nicht aus. Aber mein Cousin hat dir mal gern gehört. Naja, jetzt schauen wir mal. Ich kenne ja bloß durch den Monsun von denen, aber ich weiß nicht, aus welcher Stadt die kommen. Ich würde jetzt einfach mal auf Magdeburg tippen. Ah, sogar richtig. Hihi. Wie heißt ein typischer portugiesischer Musikstil? Fado, Pastoble, Walzer, Flamengo. Flamengo. Ah, falsch. Wie wird das Ausmaß der Schwingungen eines Tons genannt? A. Ampere, B. Frequenz, C. Amplitude, D. Lautstärke. Wie viele Ventile hat eine Trompete? 3, 5, 0, 4. Also jetzt, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann sage ich euch, wo das Spiel zu finden ist. Welcher berühmte Komponist schrieb das Werk Die Winterreise? Das war der Die Winterreise. Da kennt sie mein Opa aus dem klassischen Bereich. Der Franz Schubert, denke ich jetzt mal. Genau. Wie wird der Übergang von einer Tonart in eine andere genannt? Mediante, Adagio, Modu, Adagio. Nein, falsch, verdammt. Welcher finnische Komponist schrieb die Opernsuite Karelia? A. Jane Sibelius. Also ich glaube, man kann es sogar lesen heute. Heute brauche ich es gar nicht vorlesen. Nein. Also wie viele schwarze Tasten ein Klavier normalerweise hat, das sind glaube ich 12. Also ich weiß es nicht genau, aber ich tippe jetzt mal einfach. Oh! Ich weiß, ich habe gesagt, ich kenne mich da gut aus in Musik, aber ich kenne mich nicht in allem aus. Wie heißt die 6. Sinfonie Beethovens auch? Eroica? Keine Ahnung. Jetzt haben wir das Spiel geschafft. Aber waren schon mal ganz gut. Von 20 Fragen hast du 10 richtig beantwortet. Dies sind 50% richtige Antworten. Insgesamt hast du 2300 Punkte erreicht. Noch einmal das gleiche Quiz starten mit neuen Fragen. Machen wir aber nicht. Das war es auch schon und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und falls der Daumen nach unten gehen sollte, dann lasst mir doch bitte einen Kommentar da, wieso der Daumen nach unten geht, was da nicht gepasst hat. Und ja, ihr könnt mich wie immer abonnieren und dann bekommt ihr die neuesten Videos automatisch. Habe die Ehre, wir sehen uns.